Kriegsbedingt abgebrochene Schulbildung stellt 1945 ein großes Problem dar. Vor allem bei den höheren Gymnasialjahrgängen. Bei ihnen hatte man sich mit einer Sonderkonstruktion, der sogenannten Kriegsmatura, beholfen. Wir rechneten eigentlich damit, dass so eine Art Matura während der Luftwaffenhelferzeit gemacht wird. Aber die Bedingungen, so etwas zu machen, waren einfach nicht vorhanden. Das war unmöglich. Und ich glaube, man hat uns diese Matura-Klausel dann genauso gern gegeben wie denen, die einige Wochen vorher eingerückt waren, also der Jahrgang 25. Der 25er Jahrgang wurde im Juni 1943 eingezogen, die bekamen sie noch. Also ich war noch die siebte bis zum Ende und dann in der achten eine Woche, allein mit drei Mädchen. Das war eine Klasse, der Rest. Und wir alle, also die Mädchen haben maturiert dann im Jahre 44, im Februar. Und ich bekam mit dem, so wie die 25er Jahrgang, in das Zeugnis der siebten Klasse die Matura-Klausel als Vermerk hinein. Und so war es dann möglich, dass diese Jahrgänge 25 auch studieren konnten. Trotzdem fehlen in der Zeit unmittelbar nach Kriegsende sowohl im zivilen als auch im politischen Leben geeignete Personen. Die Frage, ob man ohne diese ehemaligen NSDAP-Mitglieder etwa in der Verwaltung ausgekommen wäre, ist umstritten. Viele haben damals auch gesagt, das wäre gar nicht gegangen, da wäre das öffentliche Leben zusammengebrochen. Aus vielen Einzelbeispielen wissen wir aber, dass es zumindest vielfach doch gegangen ist. Also vielfach hat man den bequemeren Weg gewählt und dann auch minder belastete Nationalsozialisten, nach einigen Jahren auch schwerer belastete Nationalsozialisten in der Verwaltung belassen. Auch wenn man der Not gehorchend auf Personal zurückgreift, das national denkt, so zeigt sich zumindest in den neuen Lehrplänen eine deutliche Hinwendung zu demokratischen Werten. Und die Ausbildung der jungen Lehrer erfolgt nach den neuen demokratischen Richtlinien. Also keine Rede von solchen Resten aus der Nazizeit. Und auch die anderen waren erfahrene, reife Menschen, die auch Demokratie noch erlebt haben früher, nicht? Und zum Teil waren sie ja auch bestraft worden von den Nazis, nicht? Durch schlechte Posten und solche Sachen. Wie stellen sich 1945 oder 1946 Neubeginn in der Schule, die materiellen Verhältnisse oder auch persönliche Schicksale für damals Betroffene dar? Mein Nachhause hat es nicht mehr gegeben und so bin ich dann zu einem Bauern in Zulissen, das ist an Grenze nach Tschechien hinüber. Meine Eltern kannten dort sehr viele Leute und so war ich kein Unbekannter. Bin dann ein halbes Jahr als Knecht eingestanden, nur für Kost und Logis. Naja, und ein Mentor von mir, der mich als Lehrer gut gekannt hat und davon gehört hat, dass ich da bin und gewusst hat, dass ich ein musikalischer Mensch bin, der kam eines Tages in den Bauernhof. Wir gingen ein bisschen fort und da sagte er, schau, du hast ein Maturaszeugnis in der Tasche, du musst ja doch was anderes machen, als nur Bauernknecht zu sein. Natürlich, das war für mich auch nur eine Überbrückung. Also du kannst als Beamter gehen, aufs Finanzamt, auf der BH, oder du kannst auch Lehrer werden, was mir sehr gefallen täte. Sage ich, ja, aber dazu fehlt das Geld. Es vergingen einige Wochen, es war schon knapp vor Schulbeginn, im September, kam er zu mir mit so einem Bündel Banknoten, österreichisches Geld. Das müssen wohl zwei oder drei Gehälter von ihm gewesen sein. Das nimmst jetzt, mit dem musst auskommen, jetzt beginnt wieder ein Abiturientenkurs, den machst du und wirst Lehrer. Und so war es dann auch. Wir haben da reine gefleckte Hosen nur angehabt. Nur die Mutter war allein, der Vater ein Griech, nicht? Und fünf Buben da. Ja, ja.
Das war schon das spannend. Das kann man heute nicht mehr erzählen, warum wir viel gewankt haben. Auf die alten Fotos ab und sieht man so, schon noch wo. Ne? Da weiß ich, so eine komische Hosen habe ich mir angehört. Ne? Holzbundschuhe, das weiß ich, so mal auf. Und ein paar Fässling. Ja, aber gescheite Jagd oder was haben wir nicht gehabt. Die Kinder mussten auch weit zu Fuß gehen. Die sind ja über eine Stunde Schulweg gelaufen, auch im Winter. Und da haben wir dann einmal einen Schuhausflug gemacht zur Ruine Ruttenstein. Der dauerte 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Die kleinen Butzerl, muss ich schon sagen, von der ersten Klasse, gingen 1 Stunde zur Schule und dann 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück und wieder 1 Stunde nach Hause. Das war kein Problem. Also wir haben es ja schön gehabt, aber die, was noch mit uns, die sind draußen vor hoher Steg einer, hart, hoher Steg. Wissen Sie, wie lange es die gegangen sind? Im Winter. 1,5 Stunden. 6 weg, bis das um 8 in der Schule waren. Drecknass. Das Essen für die Kinder, ihre Jausenbrote waren bescheiden. Sie mussten viel zu Hause arbeiten, auch im Herbst. Haben wir immer Entschuldigungen gekriegt, ja, wir haben sie zum Hüten gebraucht. Und das war natürlich nicht in Ordnung. Ja, was hat man gemacht? Man hat die Augen zugedrückt. Ja. Was soll man denn machen? Damals hat es noch keine elektrischen Zäune gegeben. Da mussten die Kinder mithelfen daheim. Ja. Ausstellungen zu den Themenbereichen Oberösterreich während des Nationalsozialismus und in den Nachkriegs- und Aufbaujahren bis 1955 bietet das Oberösterreichische Landesmuseum im Linzer Schlossmuseum mit der Ausstellung Befreit und besetzt und in der Oberösterreichischen Landesgalerie mit der Ausstellung Bildende Kunst in Oberösterreich 1945 bis 1955. Die einen Überblick über das Kunstschaffen dieser Zeitepoche bietet. Das Linzer Stadtmuseum Nordico behandelt dasselbe Thema mit Fokus auf die Stadt Linz mit der Ausstellung Geteilte Stadt. Die Sonderschau Border Crashers im Linzer Zimmer des Nordico beschäftigt sich besonders mit dem Wiederaufbau des Schulwesens in Linz. Die Stahlwelten in der Föstalpine beleuchten mit einer Zeitgeschichte-Ausstellung die Rolle von Zwangsarbeiterinnen und KZ-Häftlingen bei Aufbau und Betrieb des Schwerindustriestandortes in Linz. Sonderschauen bieten darüber hinaus noch die wehrkundliche Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums in Schloss Ebelsberg und das Schlossmuseum in Freistadt mit einer Fotoausstellung über die Zivilverwaltung des sowjetisch besetzten Mühlviertels. Für alle genannten Ausstellungen gelten Sonderkonditionen und Kombitickets können angefragt werden.